So, da sind wir zurück aus der Pause. Ein bisschen verfrüht, aber es geht hier weiter in der im zweiten Spiel von den Merciful Blades gegen Frontline Victor in Friends. Und es geht so los wie das letzte Spiel, ist so erstmal wie Samira rausgebrannt. Ja, also das lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass der gegnerische ADC eine sehr starke Samira spielt. Aber das werden wir heute wohl nicht zu Gesicht bekommen. Meine gute Laune. Trundle auch Warten wir wieder mal auf den raus. dritten. Ja, stimmt. Es könnte auch natürlich sein, dass es nur zwei Spiele gibt, je nachdem, wie dieses Spiel ausgehen wird. Wollen wir mal nicht Oder? hoffen. Nee. Wieder auch ein Trundle-Ban. Ja, auch ein sehr starker Pick. Nocturne, das Da, war notwendig ja. und richtig. Aber jetzt bleibt Jarvan offen, was ebenfalls ein sehr gefährlicher Pick sein kann. Naja, ein Bann ist ja noch auf jeder Seite so da. Und Ja, aber ist halt die Frage, ob man zwei Bans für den Jungler opfern will. so Aber geht. jetzt macht die. Oh, Oh, Shen. da jetzt beide Bans auf Shen und auf Nocturne. Ich hatte erwartet, dass der Shen-Ban offen bleibt und dafür noch wer anders rausgenommen wird. Wieder ein Bann auf Soraka. Meek Sweep habe ich bislang noch gar nicht auf Soraka gesehen, glaube ich. Ich auch nicht, aber sie spielt ja auf jeden Fall häufiger Soraka. Und da ist wieder der Rakan-Pick. Ja. Dark. Und jetzt kommt. Diesmal auf der Gegenseite Senna. Jetzt kommt ein Senna-Pick, ja. Und Tahm-Kench. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Die Frage ist, ob das ein Tahm-Kench auf der Top-Lane wird. Oder als Support. Wobei die Senna wahrscheinlich nicht als, oder? Ist das momentan? Hast du da eine Übersicht? Wie jetzt Senna als ADC Als gespielt? ADC, boah, ich weiß es nicht. Eigentlich, also den letzten Stand, den ich hatte, ist Tahm-Kench eigentlich auf der Top-Lane. Deswegen würde ich eher Jhana für Support predicten. Aber hier eine Ashe für die Immersive Blades. Also, wir Und haben das eine Elise. gestern ja schon einmal gesehen, dass Sakuya mit Ashe auf jeden Fall gut, ganz gut spielt. Wobei die Ja. Arrows nicht immer so gut saßen, aber das Movement und das Guiden hat sehr gut funktioniert. Also, ich bin da sehr gespannt, was da jetzt gleich bei rumkommt. Syndra im neuen mit neuen ja Green Build. Habe ich bislang auch noch nicht gesehen, sieht sehr abgefahren aus. Also mit Syndra und Senna haben die diesmal anscheinend eine starke Late-Camp-Comp. Also, Ja. Ohrenband auch wichtig. das wird auf jeden Fall im Aber Early, müssen die Merciful Blades das Ganze holen. Sonst wird das Ganze sehr schwierig. Ja. Ja, der Ornban. Ist auf jeden Fall ein Comfort-Pick von Bierdose. Aber wie wir auch gehört haben, ist er auch im Moment nicht unbedingt einfach zu spielen. Ja. Deswegen ist die Prediction auch vielleicht gar nicht so gut, dass er da Ornn picken würde. Aber wäre halt natürlich ein starker Pick gegen Tahm-Kench gewesen. Und würde ebenfalls eine sehr starke ja, sehr gut fürs Late-Game sein. Anivia-Bann. Ja, der Der Anivia ist auch ist wichtig. einfach, ja, ist Dominik einfach zu stark drauf. Also da Also nutzt es. Merciful Blades predicten aber auch Tahm-Kench auf der Botlane, da sie jetzt nochmal die Poppy gebannt Ja. haben. Können natürlich auch Poppy Jungle sein, Also, aber Poppy ist ein bisschen da hätte ich anscheinend dann ein. eher Jarvan gebannt Also, stattdessen. so wie ich, wenn ich mir das hier so angucke, ist Poppy Genau. schon ein Team-Player.
Team-Pick gegen, einen Team-Bann gegen das ganze Team, weil sowohl Jungler als auch Support als auch Top-Lane Poppy spielen können. Und Poppy ist schon ein Flex, zumindest auf Jungle-Top. Und in ganz vielen Ausnahmefällen, in einem Fall von Rakan, vielleicht sogar als Support. Also... Ja. Also jetzt, jetzt. Das macht schon Sinn, aber jetzt kommt der Jax. Und der Jax, ja. Also da ist also das Yeko bedeutet, auf jeden Fall. Jenna wird ADC. Ja, und Tahm-Kench also. Support, okay. Oder es ist ein Jax. Hast du eben drauf geachtet? Yeko war auf der Top-Lane, oder? Ja, das weiß ich nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen, aber ich meine, er war auf der Top-Lane. Ja, da kommt der Irelia-Pick gegen Jax. Ja. Ich hätte gedacht... Könnte ich mir aber auch auf der Midlane vorstellen. Gegen Irelia. Malphite auf der Top-Lane. Stark, also haben wir die Irelia auf der Midlane. Oh, Irelia-Midlane. Nur noch ein... Ah, für die Daunotsus spielt Frontline. Natürlich auch Irelia. Das hatte ich nicht mehr bedacht. Und da Mordekaiser? Kommt... Mordekaiser? Gegen Malphite? Okay. Dann haben. Ja, oder in dem Jungle. Nee. Jax Jungle. Wir haben Jax im Jungle. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also, das ist ganz schön flexi, dieses Spiel. Aber es ist ein Late-Game-Spiel für Victor und Friends. Das heißt, die Merciful Blades müssen im Early das Ganze holen. Weil, also Elise fällt halt hinten raus ab. Und, Ashe und Malphite halt machen jetzt halt auch, sind halt auch nicht super strong im Late-Game. Während Syndra und Senna natürlich Infinite Scaling haben. Also tatsächlich hätte ich eher DMF auf Sakuya gesehen als Ashe in dieser Combo. Wäre vielleicht besser gewesen. Würde dann die Rakan, das Rakan-W und Ult mit Malphite-Ult mehr synergieren. Aber so haben wir natürlich aber auch trotzdem sehr viel Catch-Potenzial mit der Ashe. Ja. Aber ist halt die Frage, ob das Gegnerteam oft sich catchen lassen wird. Weil im letzten Game war das Team sehr gegroupt unterwegs. Da scheinen die sehr eingespielt zu sein. Also, die Merciful Blades haben, finde ich, diesmal eher eine Chance. Sie haben eine gute Catch kommt mit Rakan, Ashe, Elise und Malphite. Ja. Und sind auf jeden Fall im Early, wenn sie es gut ausspielen, stärker als Victor und Friends. Wenn das Spiel allerdings sich hinten raus zieht, dann werden Victor und Friends das Ganze für sich entscheiden. Ja, das nehme ich auch an. Ja, aber ich denke, das Potenzial ist da. Und diesmal sind Victor und Friends auch nicht ganz so mobil wie eben. Also eben hatten sie ja alles nur Global Ultis, diesmal haben die halt nichts davon. Das heißt, die sind da nicht so schnell am Roam und haben halt auch nicht so viel Makro-Play-Möglichkeiten wie eben. Dementsprechend wird sich jetzt zeigen, wer da besser ist. Der Draft ist auf jeden Fall nicht so... Es ist meiner Meinung nach nicht so... eindeutig wie im ersten Spiel. Ja, definitiv. Ja, ich freue mich auf die Runde. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Legst dich zurück und schläfst ein. Spannend. Ja, ich bin auch gespannt, wenn es hier gleich losgeht in die zweite Partie.
Werden wir danach noch eine dritte sehen? Wird es wieder ein episches Comeback von den Merciful Blades geben? Also ich drücke auf jeden Fall alle meine Hühneraugen dafür. Nein, ich habe keine Hühneraugen. Finde ich jetzt auch gesagt. Macht euch bereit. Summoners, be ready to rock'n'roll. Wenn irgendwer im Chat eine Ahnung hat, wie man hier im Spectator-Modus das irgendwie speichern kann, dann sagt mal Bescheid, das ist echt hart nervig. Das immer wieder einstellen zu müssen. Jedes Mal aufs Neue, ey. Ja. Oha. Oh. Haben wir vielleicht diesmal einen. Also, der Skin ist mal nice. Hast du das eben gesehen? Senna ist ja rumgeritten auf ihrem. Ja, das Pferd, ist der. Western. Oder wie heißt der? Boah, ich weiß gerade nicht. Aber der Skin ist wirklich richtig geil. Ja. Aber diesmal ist auf jeden Fall auch. Sind die Merciful Blades auch auf der Map verteilt? Sie haben nicht so ein. Oha, da ist. Könnte das erste. Der erste Flakabtausch stattfinden. Ja, aber tatsächlich nur ein Ward. Die ersten 5 Gold für Ash. Und ja, da wird der Mordekaiser gecatcht. Es wird zumindest ein Flash geben. Wow, yes. Und die Merciful Blades. Oh, das wird kein Flash geben. Aber der Mordekaiser ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen gechunkt. Gucken, wie stark der sich jetzt gleich noch hochhealen kann, aber. Ja, das ist zumindest auch bei ihm sehr heftig. Sehr. Aber jetzt weiß er auch, dass er die erste Lane nichts zu befürchten hat. Mollfight, lauf jetzt zügig wieder auf die Lane. Um da nicht den Anschluss auch zu verpassen. Ja, da fängt Senna schon direkt an zu scalen. Naja, nicht direkt. So schnell geht's dann auch nicht. Ich glaube, wir brauchen 20 Stacks, damit sie ihre erste Verbesserung kriegt. Und da kommt gleich ein Level 2 Engage von Tamkench. Aber kein Grund zur Sorge, das Disengage-Potenzial ist auch sehr groß von Rakan. Was Tamkench kann, kann Rakan auch ähnlich. Zumindest. Ja, kann es ein bisschen und schneller und häufiger, aber. Ja. Ja. Dafür kann er keinen fressen. Aber Charm. Ja, top. Mordekaiser auf der Toplane. Push stark die Waves durch. Roamt jetzt auf dem River, stellt ein Deep Ward. Wie es aussieht. Wieder zurück auf der Lane. Aber hat auch kein Ward gestellt, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee. Aber da ist eine Elise auf der Botlane und die Merciful Blades machen das hier genau richtig. Gehen rein, ein Early Gank auf der Botlane und da ist das erste Blut für Elise. Sehr schön und gemacht und genau das müssen sie ausspielen. Genau diese Catches brauchen sie, um das und hier zu holen. Vor allem das Early Game ist klar auf ihrer Seite. Jetzt mit dem nächsten Engage von Irelia aus Syndra kann sich da aber wieder befreien mit dem Q-Spell. Oder ist es Q oder ist es E? Q. Q, ne? Ja. Aber das zeigt Syndra auch, dass sie dort aufpassen muss auf der Midlane. Jetzt Elise, ebenfalls in der Nähe von der Midlane, entscheidet sich aber doch nochmal für keinen Gank. Malphite müsste aufpassen. Könnte sein, dass der Jax. Ne, Jax ist im gegnerischen Jungle. Irelia Teleport auf die Midlane. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Invade hier für die Elise. Ist leicht behind im Farm,
aber holt sich jetzt dafür hier einen Dark Steel und will natürlich da voll aufs Early Game gehen und will da anscheinend auch viel ganken. Ja, das muss sie auch machen. Und man muss ja auch sagen, das war ein starker Elise Gank, trotz dessen, dass die Q nicht gehittet hat. Aber das haben die trotzdem sehr gut verwandelt. Da werden die ersten Voids von den Masterful Blades geholt, beziehungsweise das erste Void Viech, ja. Aber das haben sie eben auch gehabt. Hat auch nicht viel gebracht. Hätten da vielleicht auch noch und einen da wird der Rakan gecatcht. Aber ja, vielleicht gehen die Victor und Friends gehen da hinterher, sind ziemlich deep, aber sind Irelia da auch so auch in der Nähe. Irelia hier, ja. Oh, kein Engage. Nee. Und jetzt holen sich Victor und Friends die restlichen beiden Voids. Achso, ja. Und ja. Oh, jetzt wäre das Potenzial gewesen, den Drake zu nehmen. Elise roamt runter, Thumbkench. Vielleicht mit dem Catch. Oh, ein schöner Stun von Elise. Und da gehen sie rein auf Thumbkench. Elise geht nochmal hinterher. Und wird es der zweite Kill? Oh, das sieht gut aus. Aber da kommt das restliche Team von Victor and Friends. Und da ist der Engage auf Rakan. Rakan kommt da nicht mehr raus. Das sieht auch ganz schlecht aus für Ash. Die kommt da auch nicht mehr raus. Und das ist ein 2-2 Trade. 2-1 Trade. Jetzt auch der Drake für Victor und Friends. Ja, ich glaube, da können. Elise kann da nicht mehr großartig was machen. Müssen jetzt. Ja, es brechen ist, jetzt wieder ab. Es ist ein 3-4 zurzeit. Rakan ist unterwegs. Und sie schauen dann natürlich noch für den Engage. Malphite ist Level 6. Es sind alle am Start, sie können jetzt reingehen. Malphite ult auf Jax und da wurde der Drake gesteelt und Jax ist tot. Noch ein Kill auf Elise. Elise ist stark richtig am Rasieren, Spiel. Aber jetzt kommt der Shutdown auf Senna. Ash am Start bringt die Autotex auf die Syndra. Mordekaiser. Und da ist noch ein Kill für Rakan. Rakan nimmt Mordekaiser raus. Jetzt aber Rakan im Bedrängnis von Thumbkench. Die gehen da sehr deep unter den Tower. Birdose muss da nochmal aufpassen. Return Kill. Aber das könnte noch ein Kill auf Thumbkench sein. Ash. Das wird ein Kill auf Senna, aber auch Ash wird hier dran glauben müssen. Und wenn Malphite nicht aufpasst, ist Malphite hier gleich auch nochmal Geschichte. Das war's. Das war wirklich ein sehr krasser Teamfight. Absolutes Acker-Match, aber das ist eigentlich nicht das, was sie wollen. Die wollen Early eigentlich gewinnen und das war ziemlich even. Sie haben natürlich den Drake bekommen, es ist ein Hextech-Drake. Das ist nicht schlecht. Das war sehr, sehr, sehr gut gespielt. Oh, da wird nochmal der Thumbkench geholt. Das ist noch ein Kill auf die Elise. Die steht mittlerweile 3-1, hat 4 Darksteel-Stacks. Das ist genau, was Elise auch braucht am Anfang, die Kills. Oh, und da ist ein Engage von Irelia auf die Syndra und Syndra kommt mit einem AP davon. Und es geht ja, gleich weiter. Da kann Elise auch nicht viel. Oh, doch. Da kommen sie auch nicht weit. Direkt der Disengage. Nee, aber können auf jeden Fall die Elise da vor dem Catch retten. Und kriegen hier die Big Wave unter den Turm. Und können somit wahrscheinlich ein Blade holen. Das könnte einige Blades für die Massive Blades bedeuten. Oder auch nicht. Haben da auch. Gehen da lieber raus, der Jax ist noch in der Nähe. Doch. Ja, die Ash hat das Gold noch bekommen. Das hat ausgereicht. Die Wave war groß genug. Tatsächlich, das Blade ist weg. Nicht mehr bekommen. Deswegen machen sich vier Augen besser bemerkt. Boah, wenn ich gar nicht vier Augen hätte. Jo. Ja, kurze Verschnaufpause, aber
Es zeigt sich schon gleich, wird es einen neuen Teamfight geben. Malphite Mordekaiser roamt im River, aber turnt doch wieder zurück. Elise geht hier Elise. Back to base. Müsste auch viel Gold in der Tasche haben. Hat jetzt ihr erstes Item ab. Ein Item, was ich nicht kenne. Sturmblitz. Kannst du drauf? Fähigkeiten, okay. Hat auf jeden Fall Magic Pen und ist dadurch ein bisschen schneller und macht einiges an Schaden. Ja, das ist aber auch das, was Elise braucht. Und Magiedurchdringung, Geschwindigkeit, Lauftempo. Ja. Aber hier gehen die Voids. Die Voids gehen jetzt an Victor und Friends. Das ist auch nicht so nice. Aber naja, wir werden sehen. Noch ist hier alles offen. Ja. Es ist ziemlich ausgeglichen. Aber hier kommt er Engage von Tam Kench. Leider ist zum Glück nicht getroffen. Dahonotsus holt sich hier ein paar Tower Plates und. Oh, stunt da nochmal die Syndra. Ja, aber ist natürlich. Kann dann natürlich nicht Tower diven, das wäre ein bisschen much. Nee. Nein. Aber auf jeden Fall zum Disengagen auf jeden Fall vorteilhaft gewesen. Weil da unterm Taum gecatcht zu werden, wäre für Irelia auch bedeutend mit dem Tod. Da darf man auf jeden Fall die Syndra auch nicht unterschätzen. Ja, Irelia also mit einem deutlichen Farmvorsprung. 40 Farm einfach in Minute 11. Also da macht Daranotsus auch so schnell keiner was vor. Also fast bei jedem Matchup hat er einfach den meisten Farm. Er müsste auch kurz vor seinem ersten kompletten Item stehen. Ja. 100 Farm, Minute 11, ey, wirklich stark. Hier wird die Vision von den Merciful Blades um den Dragon aufgebaut. Jetzt wäre vielleicht da ein Zeitfenster, um nochmal was zu machen, aber Jax ist in der Nähe, man muss da auf jeden Fall aufpassen und die Botlane zieht sich auch zurück. Die Botlane zieht sich jetzt zurück, der Drake ist ab. Das könnte der erste Drake für Victor and Friends sein. Wenn einfach so, ohne zu contesten, abgeben. Ja, auch der Roam von Malphite, was natürlich Malphite oben auf der Toplane den Turm bescheren kann, aber ja, dass der Fire Drake so einfach abgegeben wurde, ist ein bisschen fraglich. Gerade für so ein Late-Game-starkes Team. Ja, also den hätten sie hier nicht so uncontested abgeben dürfen. Ich hab auch nicht, also dass die Botlane da in dem Moment ausgeht. Oh, da ist ein Engage auf Elise. Und die kann da nicht mehr viel machen. Die und kann sich da nicht mehr rausretten. Da auch direkt getötet worden. Aber der Kite von Ashe ist stark. Aber Tam Kench hat einfach Leben ohne Ende und dann noch das Schild. Der ist. Es ist einfach eine unendliche Geschichte, ihn da platt zu hauen. Ashe hat auch ihr erstes Item ab. Ja. Und Blade of the Ruined King. Blade of the Ruined King. Ist auf jeden Fall nice gegen Tam Kench. Ja, definitiv. Aber jetzt wird Ashe hier engaged und das Exhaust ist drauf. Mana. Oh, wird da nochmal von Rakan gesaved und Flash natürlich auch raus. Zur gleichen Zeit hier ein Fight auf der Toplane. Es wird wahrscheinlich nichts passieren, aber. Wir springen mal wieder. So Botlane. Wobei hier ist auch alles disengaged worden. Denn Mordekaiser hat sich zurückgezogen. Ash hat aber wieder sehr viel Leben wieder dazu bekommen. Hier allerdings ein Gank auf der Midlane. Ein Engage auf die Syndra. Es hat leider nicht ausgereicht. Aber somit kommt Dahonotsus hier erstmal raus. Der Jax geht nochmal rein. Er will weiterfighten. Und da kann Irelia leider nicht mehr viel machen. Ja, hier kommt noch die Elise dazu, aber das ist auch ein bisschen zu spät. Oh, der Return Kill auf die Syndra. Das war natürlich wichtig. Das war wichtig. Jetzt ist es nur noch rauszukommen aus dem Fight. Schafft es aber easy.
Ja, da hätte die Irelia nicht mehr turnen sollen. Sie hätte einfach unterm Turm verschwinden müssen, um da nicht nochmal von den Jacks gekillt zu werden. Ja, aber er hat hier trotz Gank fast einen Kill rausgeholt, alleine. Es war schon nicht schlecht. Man sieht, dass er leichter hätte es. Wobei, jetzt hat Syndra ihr erstes Item voll. Ab. Syndra hat ihr erstes Item ab. Ja, und da, und Irelia noch nicht. Und Irelia noch nicht. Aber es sieht auch aus wie Blade of the Rune King eigentlich. Für mich nicht alles voll. Es wird in Blade of the Rune King auf Irelia. Aber, ja. Aber gut, die Mercury Boots, die mussten natürlich auch sein, aber... Ja, es ist natürlich, ist glaube ich ein bisschen teurer, also das ist glaube ich nicht ganz so, so teuer. Aber auf der Midlane immer noch Dahonotsus ahead, also dominiert die Lane. Ja, definitiv. Oh, jetzt könnte es hier ein Catch auf Jax geben, aber na, er riecht den Braten und geht natürlich raus. Aber es gibt ein Catch auf Elise. Mordekaiser hat auf jeden Fall Bock. Aber es zieht sich jetzt auch vorsichtshalber zurück. Ist aber auch zur Stelle. Es gibt die starken Knallpflanzen. Aber das Positioning ist Chemtech Soul. Das heißt, die sind ein bisschen mobiler im Jungle. Ja. Und jetzt mit den Turn auf den. So langsam sieht man, wie Victor und Friends stärker werden. Und haben jetzt auch schon ein Goldlead von 1300 Gold, können sich jetzt hier anscheinend uncontested den Herald holen, oder auch nicht. Gehen da wieder raus. Ja, sind sich da auch nicht richtig einig. Ja, man kann Malphite auf der Toplane auch nicht ewig machen lassen. Das ist natürlich auch richtig, ansonsten ist der Turm da bald auch kaputt. Vor allem, weil Mordekaiser eh nicht so die Kill Pressure auf Malphite haben kann. Oh, da ist wieder ein Gank von Elise auf Tahmkench und da kriegt ist der Damage auf Tahmkench da, aber der hält einiges aus. Da kommt ein Teleport rein. Teleport von den beiden Midlanern. Und da kommt die Irelia dazu. Die Irelia engaged auf die Syndra, die ist auch tot. Und die Senna wird da auch nicht mehr lange leben. Das wird ein Kill auf die Ashe. Und Irelia kommt raus. Stark gemacht, Irelia kommt raus. Währenddessen auf der Topside wird der Herold gemacht, ist aber nicht so wild für die Merciful Blades, konnten mit den Kills einiges an Gold rausholen. Oh, aber der Toplane Tower, der überlebt jetzt nicht mehr lang, also wenn der Herald durchkommt, der Charge, dann ist der Toplane Tower weg. Wobei, was machen? Ja, vielleicht haben wir auch noch einen... Der Jungler fährt ihn einfach vor die Wand. Dadurch verliert der Herald einiges an Schaden. So gelobt. Also das war kein... Das habe ich nicht verstanden. Das war schon ein bisschen Troll. Ja, währenddessen haben die Merciful Blades sich jetzt hier den zweiten Drake geholt. Ja. Und der Tahmkench ist wieder unter Bedrängnis. Aber auch der zweite Tower auf der Toplane. Das sieht... Also die Toplane ist auf jeden Fall durch. Ja, Malphite kann da leider gar nichts gegen aus. Auf der Botlane können die jetzt dafür auch sich nichts weiteres holen. Also das Play ist over. Der Botside-Jungle, also Topside-Jungle von Elise wird sich jetzt hier auch nochmal einverleibt. Und somit ist Jax auf jeden Fall auch noch im Game. Ein Catch auf Irelia. Ja. Kann sich da leider nicht mehr ganz raus retten. Kann sich gar Jax nicht retten. Jax nimmt den einfach weg. Ja. Und da sieht man die kleinen Voids wieder. Der Wave Clear von Rakan ist auf jeden Fall strong. Ja, das ist aber auch notwendig. Ist das hier jetzt auch noch der erste Midlane-Turm? Nee, das schafft es nicht mehr. Ja, Merciful Blaze darf sich davon jetzt nicht beirren lassen. Müssen weiter nach vorne gucken.
Aber ist natürlich auch schwierig, mittlerweile haben ein wir Catch auf Jax, aber das wird der Tod sein für Elise. Da kommt sie nicht mehr raus. Elise noch Flash. Nee. Elise hat noch Leider Flash, kommt da raus. Oh, das ist sehr deep für den Jax, der ist sehr am Enden. Aber da ist Pumpkench zur Stelle und frisst ihn einfach auf. Und, ja, oh, das W von Ash holt da noch Jax. Das können die Massive Blades noch holen. Ash ist da natürlich wieder am Start. Geht auf den Tahmkench. Der Tahmkench hat natürlich unendlich viel Leben und da kommt die Syndra dazu und holt einfach den Rakan ab. Aber auch Malphite dazu TP'd. Ist gar nicht TP'd. Auf die Senna drauf. Und. Jo, jetzt mit der. Oh, noch ein Auto-Attack. Stark. Kann Senna noch killen? Malphite kriegt den Kill. Wäre schön gewesen, den auch so Ash zu sehen, aber die hat mittlerweile auch schon 5 Kills. Das geht klar, dass Malphite da schon noch einnimmt. Stark. Irelia und Mordekaiser auf der Midlane. Aber Irelia ist einfach viel zu flink für den Mordekaiser. Aber den Turm, ob sie den da beschützen kann, ist fraglich. Victor und Friends sind jetzt 2000 Gold vorne. Wieder auf Toplane. 2000 Gold Lead. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich frage mich gerade, wo das alles herkommt, das Gold. Wahrscheinlich hauptsächlich vom Herald und vom. Ja, und Shutdown Golds, ne? Und die Shutdown Golds werden wir auch gut reinspielen. Auf Elise gab es einige Shutdown Golds. Auf Irelia glaube ich auch. Bei Irelia hat noch gar nicht so viel Kills, aber einiges an Farm. Es hat hier einen 60er Farm Lead auf Syndra, das ist natürlich deftig. Ja, wirklich. Und hat jetzt hier auch sich für Blade of the Rune King entschieden. Und den Tunnelgräber, den kenne ich auch noch nicht. Den Tunnelgräber? Ach so, davon habe ich gehört. Das ist so ein Teil-Item, ne? Ja. Ja. Ja, das ist. Tamkench wieder. Absorbiert da den Damage des Teams. Von den Merciful Blades. Da ist der Botlane Tower weg. Das ist natürlich nice. Das wollen wir sehen. Das ist wichtig. Erster Tower. Erster Tower für die Merciful Blades, das kommt auch noch dazu. Die Victor und Friends haben bereits 2 Tower. Ja, genau. Und vor allem die Plates bringen halt auch so viel Gold, ne? Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist halt jetzt auch die spannende Frage. Wir wissen, dass die Frontline Victor und Friends. Das war close, da nochmal rauszukommen. Das war 1A abgepasst. Da ist der Turm weg. Das musste sein. Was haben wir denn als nächsten Drake? Können wir das irgendwo sehen? Chemtech Drake ist das jetzt der. Achso, Chemtech. Der zweite Chemtech Drake, der spawnt jetzt auch. Ja. Aber wir wollen uns natürlich lieber den Teamfight angucken. Ja, ja, klar. Der Tahmkench ist wieder ziemlich. Ja, war kurz ziemlich low life, aber das Schild und das Semmer in seiner Heal sind da natürlich. Aber jetzt wird sich auf jeden Fall auch zeigen, wer den Drake dafür nehmen kann. Also, dieser Teamfight war dafür auch wichtig. Die Elise geht einfach rein und stiehlt den Drake. Das ist der dritte Drake für die Merciful Blades. Boah, dafür stirbt Elise natürlich. Aber das ist beim nächsten Drake der Soul Point. Und wenn sie die Soul bekommen, dann ist nochmal alles offen. Da stehen Victor und Friends mit offenen Mündern da. Wieder wird der Drake gestealt. Jetzt mit der Hoffnung, den Baron zu nehmen. Elise ist nicht da, die den wieder stealen kann. Und die Victor und Friends haben hier natürlich einen Haufen an Damage. Wir haben aber auch noch die Ash Arrow. Ash Arrow ist natürlich eine Option, aber ich glaube nicht, dass die hier irgendwas Malphite machen können. Malphite haben wir auch noch. Damit aber sie versuchen das Ganze Stil. Zu einzugehen. Rakan geht rein, kommt da jetzt auch nochmal raus, hat ein paar gecharmt. Aber Irelia wird einfach auseinandergenommen. Da war sie auf einmal und ganz alleine. Jetzt
ist natürlich, das sieht ja gar nicht gut aus. Ash ist hier out of position, muss sich da auf jeden Fall nochmal zurückziehen. Irgendwie und ein Skippel-Stunt von Syndra. Das sieht nicht gut aus. Also jetzt ist hier Holland in Not. Also die Türme werden jetzt auf jeden Fall fallen. Aber hier kommt die Malphite-Ult. Kommt da rein. Da ist ein Haufen Damage auf Mordekaiser. Aber er reicht nicht aus. Ash wird nochmal rausgesniped von Senna. Und der Turm wird sich einverleibt. Malphite auch nochmal auseinandergenommen. Und jetzt sind nur noch Elise und die Irelia am Start. Und die jetzt haben wir natürlich auch Jax mit dem ultra krassen Attack Speed. Der wird jetzt die Türme niederschnetzeln, ohne Wenn und Aber. Ja, und dann in Kombination mit dem Baron Buff und einem 5er Meeps, 5er Voids, ist das natürlich ein Haufen Damage auf die Türme. Also, das könnte fast das Ende bedeuten, ziehen sich aber jetzt wieder zurück. Ja, sollten sie auch. Also, das Team respawnt jetzt, die können jetzt sich hier nochmal den Jungle einverleiben und das sieht jetzt schon wieder gar nicht mehr gut aus. Haben jetzt ein 8000er Gold-Lead. Victor und Trent sind das. Aber waren auch noch nicht Base. Wenn Merciful Blades sich jetzt beeilen könnten. Ja, das schaffen sie auf jeden Fall nicht mehr. Das ist auf jeden Fall durch das Thema. Und jetzt sind die Victor und Trent richtig hart ahead. Ja. Und jetzt ist strong. Ja, die Merciful Blades müssen hier schon. Merciful Blades haben es nämlich einfach gemacht. Also, die haben deutlich zugelegt als im vorigen Game. Natürlich, die hatten jetzt auch. Allerdings muss man dazu sagen, sie hatten jetzt auch die Early Game starke Comp. Und Victor und Friends waren hier eher im Late Game. Und jetzt hier kommt das Late Game so langsam in Fahrt und das merkt man halt. Genau, das merkt man. Ja, die Merciful Blades brauchen hier einen guten Catch und so wie es aussieht, haben wir gerade eher die Victor and Friends hier den guten Catch auf den Malphite. Ja, Malphite hier rausgenommen. Malphite war hart out of position. Versucht er nochmal rauszuholten, aber kann da leider nichts gegen anrichten. Jetzt auch Elise in Bedrängnis, wird von der Malphite aber kann sich dann nochmal befreien. Oh, ich hab hier die ganze Vision an. Sag mir das so fair. Du hast die ganze Vision an. Ja, ich hab's eben tatsächlich gesehen, aber dann dachte ich so, okay, vielleicht will er das gerade und dann hab ich's vergessen. Ich wollte von den Drake Spawn zeigen, da hab ich's vergessen auszuhören. So. Ja, der nächste Tower wird jetzt hier genommen. Ash wird nochmal gesaved. Kommt dann nochmal raus und es könnte noch ein Kill. Oh, ein Killer auf Dahun Utsus und damit ist Irelia raus und das müsste es gewesen sein. Der Jax ist ja auch schon am Nexus Tower dran, der erste ist gefallen und der nächste Inhibitor-Turm geht auch noch zu Bruch. Der zweite Inhibitor ist weg und jetzt ist die Base natürlich offen und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier beendet wird. Ich sehe auch gerade nicht das Comeback-Potenzial von Merciful Blades. Nee, da muss schon ein guter Catch, aber jetzt ein guter Catch auf Jax. Au, das ist der Thumbcatch zur Stelle und dann ist Jax auch schon wieder raus. Das ist es eben, warum Thumbcatch so useful ist in einem Game. Er hat sehr viel Potenzial da. Also ich muss sagen, das waren echt viele Saves von Thumbcatch in diesem Spiel. Das ist schon MVP verdächtig. Ja, definitiv. Und jetzt wird auch die Soul denied. Beziehungsweise könnte es ein Steal sein von. Es könnte das ist viel zu früh. Jetzt musst du außen rumlaufen und das ist natürlich risky. Wird hier jetzt auch noch gestunt von der Syndra und da kommt die Ult auf die Syndra, auf die Elise und Elise wird einfach rausgenommen. Und das ist auch der Chemtech Drake. Da kommt noch die Ash Ulti auf den Thumbcatch. Das reicht natürlich nicht aus. Und vielleicht ist die Ash jetzt sogar gecatcht. Oh nein, die Ash kann die Syndra rausnehmen. Und jetzt ist es ein 3 zu 1 Trade. Und ja, das sieht nicht gut aus. Das
können die... Jetzt heißt Space Deffen, irgendwie versuchen das zu deffen, aber das Problem ist, die Gegner werden immer, immer stärker. Ja, richtig. Und die, das ist auch kein guter Wave Clear gerade da. Nein, leider nicht. Irelia ist tot. Es könnte nochmal ein Catch auf... Geben. Ein Catch auf Ash geben. Und das war's. Schade! Das war's. Also es war ein schönes zweites Spiel. Wir haben es versucht im Early das Ganze noch zu... für sich zu entscheiden, aber es hat nicht ausgereicht und im Late Game hatten die dann natürlich keine Chance. Und somit ist das ein klares 2:0 für Victor and Friends. Ja, das war auf jeden Fall ein starkes zweites Spiel von Victor and Friends, muss man sagen. Also die haben das, die waren im Early, kamen die ein bisschen, haben sich eigentlich ganz gut even geschlagen und dann können sie natürlich im Late Game das Ganze aufrollen und mit dem Tamkench, mit dem Vergessen da immer die Carries saven, wenn sie kurz vorm Tod stehen. Das heißt, diese Catch-Comp von den Mercyful Blades natürlich nochmal ein bisschen denied. Und der Tamkench-Pick hat sich da auf jeden Fall bezahlt gemacht, würde ich sagen.